Eine junge Studentin muss sterben, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist und zwei junge Männer Spaß haben wollen. Die Markierungen erstrecken sich über fast 100 Meter. Unvorstellbar, unfassbar, auch so unnötig. Das lässt sie nie los. Es kommen immer wieder Bilder hoch, es kommen immer wieder Situationen hoch. Es geht heute um einen Fall, bei dem eine Person ums Leben kommt. Deutschlandweit sorgt dieser Tod für Aufsehen, weil es immer wieder solche Fälle gibt. Immer wieder Täter und immer wieder Opfer. Und auch die Täter sehen sich im weitesten Sinne als Opfer. Ich will wissen, wie das alles zusammenpasst. Dafür müssen wir über Miriam sprechen. Sie ist nur ein paar Monate älter als ich. Miriam studiert an der Universität in Köln Jura und möchte mit ihrem Freund bald nach London reisen. Eigentlich wäre sie jetzt wie ich 25 Jahre alt. Aber mit 19 stirbt Miriam nach einem Verkehrsunfall in Köln. Nach Miriams Tod hat ihre Mutter einen Text über Miriam für die Lokalzeitung geschrieben. Ich weiß daher, dass Miriam Bücher am liebsten in der Originalsprache gelesen hat und die Nordsee mochte. Ich weiß aber auch, was für ein Mensch Miriam war. Ein liebes, ein freundliches Mädchen. Sehr intelligent, hübsch, immer ein wenig zurückhaltend. Immer abwägend, etwas zögerlich, sehr dünnhäutig. Erst überlegend, dann handelnd, mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden. Gerecht ist das, was Miriam am 14. April 2015 passiert, nicht. Sie ist hier auf dem Auenweg zwischen Köln-Mülheim und Köln-Deutz mit dem Fahrrad unterwegs. Sie kommt gerade von der Universität. Zu Hause warten ihre Eltern und ihr Freund auf sie, am gedeckten Abendbrottisch. Aber Miriam kommt nicht und antwortet auch nicht auf SMS. Gegen 18.45 Uhr wird Miriam von einem viel zu schnell fahrenden Auto getroffen. Ihre Familie wartet weiter. Ernst Klein ist Leiter der Kölner Verkehrsdirektion und war damals für den Unfall zuständig. Von ihm will ich wissen, was hier damals genau passiert ist. Es kommen immer wieder Bilder hoch, es kommen immer wieder Situationen hoch. Wenn man zum Beispiel vergleichsweise Autos sieht, wenn ich einen Mercedes SL sehe, dann ist das Bild da, dann ist die Situation da. Sie geht wieder in ihre Schublade, in meine innere Schublade und ich kann die auch wieder zumachen, aber ich kann sie nicht verschließen und sagen, du gehst nicht mehr auf. Das gelingt nicht, das wird mir auch bis ans Ende meines Lebens nicht gelingen. Wie kam es hier zu dem Unfall? Ja, zu dem Unfall kam es, weil die beiden Unfallbeteiligten schon nach Zeugenaussagen mit übermäßig hoher Geschwindigkeit in den Auenweg einfuhren. Das äußerte sich durch hohe Motorendrehzahl, durch quietschende Reifen, durch eine hohe Geschwindigkeit. Zeugen an der Fußgängerfurt oben stellten ganz schnell eine Rennsituation fest, weil man nebeneinander fuhr und sich auch dort um eine passierende Radfahrerin überhaupt nicht kümmerte, nicht scherte, nicht die Geschwindigkeit verringerte, die also offensichtlich gar nicht wahrnahm. Ohne dies explizit vor ihrer Abfahrt abgesprochen zu haben, entstand zwischen den beiden Angeklagten ein Kräftemessen, bei dem jeder der beiden dem anderen seine überlegene Fahrkunst und die Leistung seines Fahrzeugs demonstrieren wollte. Der Unfallwagen hatte etwa 170 PS. Der andere Wagen, ein Cabrio, den sich der Fahrer von seinem Vater lieh, sogar 200. Bei 96 km pro Stunde, so die Anklage, verlor der Unfallfahrer dann die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf den Radweg. Dort knallt er gegen Miriam, die mit ihrem Fahrrad ins Gebüsch geschleudert wird. Der zweite Fahrer bremst sein Auto an der Unfallstelle ab. Also die lag hier im Gebüsch verletzt und niemand hat ihr geholfen. Ja, es war keiner bei ihr, es hat ihr keiner Beistand geleistet, es hat keiner lebenserhaltende Maßnahmen vorgenommen. Die Kollegen, die eintrafen, stellten dann fest, dass sie noch Puls hatte und haben dann mit dem dann auch eintreffenden Notarzt die Erstversorgung der Radfahrerin übernommen. Das ist auch erschreckend, dass man so einen krassen Unfall hat und niemand irgendwie versucht, dem Opfer zu helfen in dem Moment, oder? Das ist nicht nur schrecklich, das ist eigentlich unglaublich, dass so wenig Empathie oder so eine Distanzlosigkeit aufgebaut wird. Es soll sich jeder mal vorstellen, das könnte der eigene Bruder, die eigene Schwester oder der eigene Elternteil sein. Der zweite Unfallfahrer, der ist im Auto sitzen geblieben. Gab es eine Situation, in der er dann ausgestiegen ist? Ja, wir haben eine erste emotionale Reaktion von ihm bekommen, in dem Umstand, dass er die Kollegin, die das Fahrzeug mit Sprühkreide abmarkerten, um den Standort zu markieren und für die Vermessungsarbeiten, darauf hinwies, dass die Felgen seines Fahrzeuges sehr teuer seien und sie aufpassen sollten, dass sie nicht verschmutzt werden. Das war die einzige emotionale Reaktion.
Also kann man sagen, er hat sich mehr um seine Felgen gekümmert als Miriam, die hier im Gebüsch lag? Ausschließlich. Also deren Sorge und deren gesamtes Handeln war ausgerichtet auf ihre Kraftfahrzeuge, dass da nichts passiert und wie teuer die seien. 50.000 Euro sprach er immer von, dass das Auto teuer sei. Es ist schon nicht zu begreifen, mit Worten nicht zu fassen. Miriam kommt ins Krankenhaus. Sie hat starke Hirnblutungen und wird operiert. Sie stirbt am 17. April 2015, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Was ist eine gerechte Strafe für die beiden Männer, die den Unfall, wenn auch unabsichtlich, verursacht haben? Am 17. Februar 2016 beginnt vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen Murat und Umar. Zu Beginn zeigt Miriams Mutter den beiden Angeklagten Fotos ihrer Tochter. Einmal vor dem Unfall, Miriam ganz glücklich und lebensfroh. Und einmal nach dem Unfall, der bewusstlose Körper auf der Intensivstation. Von den beiden Angeklagten gibt es darauf keine Reaktion. Murat und Umar machen im Prozess klar, dass sie selbst auch zu Opfern geworden sind, weil sie durch Vorverurteilungen in den Medien belastet werden. Was die beiden im Prozess ganz klar unterscheidet, während Murat, der Miriam mit seinem Auto ja getroffen hat, Reue zeigt und auch immer wieder mit den Tränen kämpfen muss, heißt es über Umar, der in dem anderen Auto saß, das hier. Dass er weder Reue noch Einsicht gezeigt hat und eine strafrechtliche Verantwortlichkeit für den Unfall nicht sieht. Miriams Familie möchte zu dem Prozess nichts sagen. Das übernimmt ein guter Bekannter für sie. Das ist ein Drama, ein absolutes Drama, ist kaum zu erklären. Unvorstellbar, unfassbar, auch so unnötig. Umar und Murat waren am Auenweg ja viel zu schnell in getunten Autos unterwegs. Und was ich mich jetzt frage, wenn Miriams Geschichte das Ergebnis sein kann, warum rasen Leute dann überhaupt in getunten Autos? Darüber möchte ich jetzt mit Achi sprechen. Tuning ist seine große Leidenschaft. Er ist zwar selbst kein Raser, aber er kennt die Szene. Hi, ich bin Sarah. Schön, dass du Zeit hast. Achi, freut mich. Sehr cool. Sollen wir direkt losfahren? Ja, natürlich, gerne. Ja, perfekt. Das ist Achis Baby Nummer 1, wie er sagt. Sein BMW M6, den er seit Jahren tunt. In sein Auto investiert er viel Zeit und Geld. Warum tunst du dein Auto? Also was ist da so die Faszination hinter bei dir? Ich kann heute behaupten, dass es meinen M6, den ich jetzt habe, dass es den nur einmal auf der Welt gibt. Es gibt halt keinen, der so ist wie meiner. Und das ist halt alles, hat den Ursprung in meinem Kopf, wie ich das halt haben will. Und um das alles so umzusetzen, dass man am Ende eben so ein fertiges Produkt, also sein Auto hat, was man dann sein eigenes Werk nennen kann, das ist für mich eben das, was mich auch stolz macht. Weil das halt jetzt so ein personalisiertes Einzelstück ist, was es halt sonst nirgendwo gibt. Wie so ein Kunstwerk eigentlich, oder? Genau, also man könnte es quasi mit Kunst vergleichen. Sobald Achi etwas an seinem Kunstwerk nicht mehr gefällt, wird das Auto wieder getunt. Mittlerweile hat er schon einen fünfstelligen Betrag ausgegeben und nach jeder Änderung geht's zum TÜV zur Anmeldung. Aber Achi weiß auch, nicht alle in der Tuner-Szene sind da so sorgfältig und halten sich an die Regeln. Und ein krasses Problem sind eben Raser. So, einmal drauf. Sieht sehr sauber aus. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, warum Leute das dann im Stadtverkehr zum Beispiel machen? Also blenden die in dem Moment die Probleme einfach aus oder warum ist das? Ja gut, ich kann mich da auch nicht so ganz reinversetzen. Das ist halt wahrscheinlich einfach so ein Adrenalinkick. Wie bei einem Extremsportler, der sucht halt diesen Adrenalinschub. Und im Stadtverkehr kann ich es aber ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil wenn man sich selbst gefährdet irgendwo, dann ist es ja deine eigene Sache. Aber im Stadtverkehr gefährdest du ja auch andere. So ein Auto ist eigentlich wie eine Waffe, wenn man das so sieht. Merkst du es auch, wenn du so auf Tuner-Treffen zum Beispiel bist, mit Leuten redest, dass du dann manchmal denkst, so, ah, ich glaube, du unterschätzt so ein bisschen, was dein Auto kann, indem du da fährst? Ja, also die unterschätzen nicht nur das Auto, sondern die überschätzen ihre Fahrkünste. Weil egal, ja, es kann halt immer mal wieder passieren, es braucht nur einen Augenblick, es braucht nur eine Millisekunde. Wenn das Auto einmal richtig ausbricht, dann fängst du das nicht mehr. Und auch erfahrene Rennsportfahrer und so, die bauen ja auch mal Unfälle, ne? Und bei denen ist es aber okay, weil es auf der Rennstrecke ist. Aber wenn dir das in der Stadt passiert und dann kommt jemand ums Leben, dann musst du halt, also da gibt es dann halt keine Entschuldigung mehr oder so. Ne? Nervt dich das, dass du da
sage ich mal, aufgrund des Aussehens, aufgrund des Looks in so eine Schublade gesteckt wirst von den Leuten? Du willst gar nicht wissen, was ich mir schon alles anhören musste. Von, ja, er ist nur auf Aufmerksamkeit, wegen der Farbe, Schwuchtel-BMW wurde das Auto schon genannt. Dann Hosa, Rasa, was weiß ich, also alles, was dazugehört. Ne? Nur weil das jetzt halt ein hochmotorisiertes Auto ist, was es ja aber halt so zu kaufen gibt. Ne? Also es hat ja seine Daseinsberechtigung auf dem Markt. Aber nur weil man halt ein übermotorisiertes Auto hat, heißt ja nicht, dass man es auch mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtverkehr fährt. Und das ist eben so auch mein Ding, so ein bisschen, sag ich mal, in den sozialen Medien den Leuten rüberzubringen. Nicht jeder, der so ein Auto hat, ist halt ein Idiot. Also das Auto an sich, das kann ja gar nichts dafür. Es ist vielmehr der Mensch, der hinterm Steuer sitzt, das Problem. Darum geht's halt. Nicht alle Leute, die fette Autos haben, sind unbedingt Raser. Und Leute wie Achi, die werden in eine Schublade gesteckt, in die sie vielleicht gar nicht reingehören. Aber man muss auch sagen, Raserunfälle sind keine Einzelfälle. Im Jahr 2015 ist nicht nur Miriam in Köln gestorben. Innerhalb weniger Monate waren es gleich 3 Menschen. Nach diesem Geschehen hat die Kölner Polizei Rasern den Kampf angesagt. Es gab viele Kontrollen und vor allem den Versuch, mit den Leuten direkt in Kontakt zu kommen. Zum Beispiel an einem ihrer Treffpunkte am Tanzbrunnen. Ihnen zu erklären, dass das, was sie tun, Menschen bedroht. Das haben offenbar viele nicht verstanden. Das ist auch eine Erfahrung, die Ernst Klein von der Kölner Polizei immer wieder machen musste. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie gemerkt haben, wir versuchen ja alles, wir versuchen die Leute zu erreichen, aber irgendwie dringen wir da nicht durch? Ja, das ist natürlich menschlich schwierig, das frustriert, das kostet Kraft, das macht auch manchmal müde, aber nichtsdestotrotz werden wir ja nicht aufgeben und werden auch nicht müde, das zu versuchen. Aber wir haben natürlich unsere Schwerpunkte verlagert und haben gesagt, okay, wenn ihr das nicht verstehen wollt, wenn ihr nicht mit uns in die Kommunikation treten wollt und einsehen wollt, wie gefährlich das ist, dann werden wir euch eben auf der repressiven Schiene abholen. Das haben wir dann auch getan. Wir haben dann Kraftfahrzeuge sichergestellt, wir haben schon bei Grundverhalten sind wir an die Führerscheine gegangen in Absprache mit Staatsanwaltschaften und Gerichten. Ich habe heute gemerkt, die Thematik Raser ist extrem aufgeladen. Die Polizei klagt die Raser an und die Raser fühlen sich von der Polizei ungerecht behandelt. Fakt ist aber, wir haben Fälle, bei denen eigentlich unbeteiligte Dritte durch Raser sterben. Wie Miriam am Auenweg. Was ist die gerechte Strafe für die beiden Raser, die den Unfall verursacht haben? Das Urteil wird genau ein Jahr nach dem Unfall verlesen. Omar und Murat werden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt und müssen ihre Führerscheine abgeben. Murat, der Miriam mit seinem Auto getroffen hat, bekommt 2 Jahre. Omar, der hat zwar die Kontrolle über sein Auto nicht verloren und niemanden tödlich verletzt, aber seine Strafe ist nur wenige Monate kürzer. Man muss sich mal vor Augen halten, da ist eine Strafe rausgekommen, die nicht mal im mittleren Bereich liegt. Wenn man mal sieht, 5 Jahre ist die Höchststrafe, wir sind einem 2, beim anderen 1 Jahr 9 Monate. Und was viele schockiert, die Strafen werden nur auf Bewährung verhängt. Trotz Miriams Tod müssen die beiden also nicht ins Gefängnis. Bezüglich des Urteils gegen den Unfallverursacher hat die Staatsanwaltschaft heute Revision eingelegt, weil wir der Meinung sind, dass das Urteil zu milde ist und auch dem Tatvorwurf nicht gerecht wird. Die Staatsanwaltschaft geht schließlich gegen das Urteil beider Fahrer in Revision. Aber musste das eigentlich sein? Wenn man in Revision geht, dann heißt das ja logischerweise, dass es noch mal einen zweiten Prozess gibt. Heißt ja aber auch, dass die Familie des Opfers ja noch mal durch diesen ganzen Prozess durchgehen muss. Mhm. Inwiefern spielt sowas eine Rolle, wenn man in Revision geht? Es spielt eine untergeordnete Rolle, weil es im Strafprozess zunächst mal darum geht, wie der Täter für die Tat, wegen der er angeklagt ist, bestraft wird. Deswegen konzentriert sich der Strafprozess auch immer mehr auf den Angeklagten als auf die Opfer und auf die Geschädigten. Und in dem Fall haben wir gemeint, die Revision einlegen zu müssen, weil das Urteil eben rechtsfehlerhaft war und weil wir auch mit dem Ergebnis nicht einverstanden waren. Und dann müssen eben in dem Fall, so bedauerlich das dann auch ist, die Interessen der Geschädigten zurücktreten. Im März 2018, fast 3 Jahre nach dem Unfall, startet der Revisionsprozess. Die Frage ist, müssen Murat und Omar doch ins Gefängnis? Im Laufe des Revisionsprozesses entschuldigt sich Omar das allererste Mal für die Tat.
Er liest einen nach eigenen Angaben selbstgeschriebenen Text vor und sagt, er sei für den Tod von Miriam mitverantwortlich und er bereue das. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Wahrheit da wirklich drin steckt und ob eine drohende Gefängnisstrafe ihn vielleicht auch zu dieser Aussage motiviert hat. Aber laut Gericht führt die ohnehin nicht zu einer Strafmilderung, sondern Belege viel eher. Dass der Angeklagte die Tat wiederholt und zuletzt noch kurz vor der Hauptverhandlung verharmlost und heruntergespielt hat. Am 22. März 2019 wird das Urteil gesprochen. Murat und Omar müssen ihre Strafen doch im Gefängnis absitzen. Das Gericht kann keine besonderen Umstände feststellen, die eine Bewährungsstrafe rechtfertigen würden. Wichtig war es für meine Mandanten und ist es für sie allerdings, dass die Sache damit auch einen Abschluss findet. Gleichwohl muss man bei allem natürlich auch hervorheben, auch dieses Urteil und die Gefängnisstrafen werden Miriam nicht wieder zum Leben erwecken. Diese ganz, ganz schwere Last bei meinen Mandanten bleibt für immer bestehen. Ähnlich hat es auch Miriams Mutter in einem Text über ihre Tochter geschrieben. Wir vermissen sie unendlich und das wird immer so bleiben. Es fehlt tatsächlich ein Teil von uns. Das ist das Besondere beim Tod eines Kindes. Unsere Traurigkeit kann ich nicht beschreiben. Die Geschichte von Miriam hat mich sehr bewegt. Wie geht's euch damit? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare und schaut auch in unsere anderen Filme rein.